Hi Leute! Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ich habe heute auf meinem Kanal einen Ehrengast, und zwar die liebe Milay. Vielleicht kennen die einige von euch auch schon. Ihr Kanal heißt Milays Welt. Ja, und Family Fun. Genau, und Family Fun. Ja, ganz, ganz viele Kanäle. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, werde ich euch alles in der Infobox verlinken. Und weil ja DM-Hauls bekanntlicherweise bei mir so gut ankommen und euch das ja auch immer interessiert, was ich so kaufe und was eventuell auch etwas jüngere Leute bei DM kaufen, haben wir beide uns gedacht, wir machen einfach mal einen DM-Haul. Und zwar darf heute Milay alles kaufen, was sie will. Wirklich alles. Und ich werde es bezahlen. Okay. Wenn wir heute alles doppelt kaufen, also alles, was Milay in ihren Wagen packt, packe ich auch in meinen Wagen. Und dann geht der eine komplette Einkaufswagen an euch. Was guckst du so? Soll ich es nochmal sagen? Du hast so gemacht, so. Außerdem haben Milay und ich uns gedacht, dass wir die ganzen Sachen, die Milay heute kaufen wird, verlosen werden. Deswegen ziehen wir mit zwei Einkaufswagen los. Das heißt, und ich werde alles einpacken, was Milay einpackt für euch. Also, wenn ihr das gewinnen möchtet, müsst ihr einfach nur meinen Kanal und Milays Kanal abonnieren, diesem Video einen fetten Daumen nach oben geben und einfach nur kommentieren. Ich sag's euch, Leute, das wird der größte DM-Haul aller Zeiten, oder Milay? Das voll richtig aus. Okay, los, wir gehen einen Einkaufswagen holen, aber den großen dann. Milay, was hast du entdeckt? Gefährlich. Ein Adventskalender. Ein Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ich einen noch holen soll, weil dann bist du hier aufgeben. Du kannst auch schon vorher auspacken, so wie ich. Ja. Soll ich? Ja. Mach und dann nehme ich rein. Ich bin gespannt, für welchen sich Milay entscheiden wird. Hoffentlich habe ich alle gekauft. Von Tinti. Und willst du auch den Nagellack-Adventskalender? Ja, und dann nimmst du auch mit. Ja, nimmst du den von Essie auch mal mit. Wir gönnen uns heute richtig, Leute. Alles gut für euch. Der kommt auch mit auf jeden Fall. So nehmen wir uns auch mal mit. Ich nutze zwar keine Deos, aber. Deo? Ja. Kannst du ja dann deine Mama geben. Da riecht ja gar nicht schön. Ich fordere dich heute. Zeig mal. Oh ja, der riecht richtig gut. Dann nehmen wir direkt eins zu dich, eins zu deinem Wagen, eins zu dir. Also Milay, nimmst du das mit? Ja. Das ist richtig cool, Leute. Guck mal. Eine Holotasche mit Nivea, Pflegedusche, Labello und Antitranspirant. Echt cool. Echt nice. Ich glaube, ich kaufe eine Sache für Sarah. Ja. Mal schauen. Guck mich mal an, was du so für Farben benutzt. Guck mich an, so schminke ich mich eigentlich immer. Okay, es ist wie so braun-rot. Ja. Lippenstift. Lippenstift? Am Tag davon hast du richtig viele, oder? Ja, und? Man kann nie Lippenstifte, genug an Lippenstiften haben, das soll ich sagen. Aber ich muss testen. Also nicht an Lippenstiften, sondern so anschauen. Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen zu hell. Sehr hell. Aber der da geht nicht. Der? Der ist nicht der gleiche? Nee, das ist eine andere Farbe. Okay. Ich glaube, nee, das muss so ein Ding-Farb drin sein. Möchtest du eher so ein Lipgloss haben? Ist mir eigentlich egal, ich benutze alles sehr gerne an Lippenpuder. Dann weiß ich jedes, wenn ich glaube, weil wenn man Lippenstift nimmt, dann ist es ein bisschen. Ups. Tester. Hier unten sind die Tester, guck mal da. Ah, achso. Ja. Ich glaube, der da hier wird zu dir passen. Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht auf Preis. Doch, ja, du kannst auf meine Hand malen. Gefällt dir so schon? Ja. Ja, der passt total gut. Dann nehme ich den mit für dich. Zweimal. Okay. Schöner Ton, oder? Das ist der da hier, ja? Ja. Einmal für dich. Einmal für mich. Ist ja egal, welchen ich jetzt nehmen wollte. Für meine Abonnenten. So, dann gehen wir mal nach hinten. Oder soll ich was für Männer kaufen? Kannst du auch. Kann ich ja meinem Papa schenken. Ja, genau. Oder ich schenk's dir. Ja, der kommt auch. Ich versuche mal, was ist so teuer. Nivea im Sparmodus. Nivea ist immer eine gute Wahl bei Männern. Jeder mal liebt Nivea. Schreibt mir mal in die Kommentare, liebt euer Freund, Papa, generell Männer auch Nivea? Und dann nehme ich das mit. Ja, das ist toll, ne? So.
So, was wolltest du denn hier schauen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich wollte schon immer mal so ein Ding. So ein Labello? Ja, weil das ist so mit so Farbe. Oder ich wollte auch schon mal so immer so einen nehmen. Der ist eigentlich auch so ein Kuchen. Dann nehmen wir auch beide. Also das ist, glaube ich, so. Den und den. Ja, okay. Also einmal Labello und einmal Be Natural. Die zwei Sachen, die wandern in den. Soll ich von hier mir irgendwas holen? Kannst du auch. Alles, was du willst. Heute ist alles erlaubt. Guck mal. Was ist das? Das ist eine Handcreme. Guck mal, Leute, wie süß eine Handcreme. Das ist toll, oder? Soll ich die mir? Ja, ja. Ich esse sie mit. Ich finde es voll süß, so Panda-Sachen und auch warm im Bund. Guck mal. Soll ich den mitnehmen? Das ist ein Duschgel. Oha. For man. Ja, genau. Das ist cool, ja. Können wir auch mitnehmen. Habe ich noch nie gesehen. Wo hast du das gefunden? Da hinten. Aber es ist das Gleiche. Ja. Ich halte das alles drauf. Genau. Eine Autoöl. Ja, das finde ich voll cool. Lay findet hier echt die besten Sachen, Leute, im DM. Die habe ich sogar noch nie gefunden. Okay, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Abteilung, oder? Ja. Oder willst du die mal mitnehmen? Was sind das? Das sind solche Badeperlen. Die habe ich früher geliebt, Leute, die auch. Was macht man da mit denen? Die macht man in so ein warmes Wasser, dann legen die sich auf. Die so zum Baden. Habt ihr eine Badewanne zu Hause? Ja. Und dann kannst du die zu Hause zum Baden benutzen. Wollen wir da welche kaufen von? Ja, okay, dann nehmen wir aber auch die gleiche. Ja, okay. Wollen wir Kugeln nehmen? Die können wir auch, weil ich finde die zwei. Also, einmal so Kugeln. Dass auch wirklich gleich sind. Ja. Soll ich so machen einfach? Ja. Also du musst in zwei Tüten packen. Achso, dann machen wir das so. Eine Tüte. Ja. Für die Fan. Dann machen wir eine Tüte. Ups, toll. Geht's? Ja. So. Sehr gut. Für diesen, dann nehmen wir einmal zwei Sonnen. Eins und zwei. Dann nehmen wir noch eine. So eine und dann noch nehmen wir hier eine Ente. Eine Ente gibt's auch noch. Sehr gut. So, ich glaube die gleichen auch. Willst du es auch noch zumachen? Oh, das sieht auch cool aus. Echt cool. Ananas als Badekugel. Zwei Fußballdinger mit. Zwei Fußballdinger? Ja, für Jungs. Für Jungs. Also wenn Jungs zuschauen, für euch gibt es auch was, Leute. Das sind diese Handtücher, die man dann eben in Wasser auflösen kann. Genau, in warmem Wasser. Und dann werden diese so Handtücher. So Freundschaftsdinger. Ja, wollen wir uns so ein Freundschaftsarmband kaufen? Schau mal, das kann man dann so durchstecken. Okay, warte mal. Ich hole eins, also so gesagt. Zwei, einmal für die Fans da draußen, einmal eins für Sarah und mich. Und dann nehme ich noch. Und dann nehme ich noch an. Dann nehme ich, welchen soll ich mitnehmen? Ich weiß nicht, welche sind immer gut. Genau. Das war das Body Milk Shower. Kein Glanz, sonst sind sie trockene Haut. Willst du das haben? Ich glaube, ich nehme das mit. Ja? Eins für mich und eins für Miley. Und da sind die Sachen drin. Also echt schöne Sachen, tolles Geschenkset. Und Miley, guck mal, das habe ich gerade entdeckt. Ich habe das wirklich mitnehmen, ich finde das so toll. Gefällt dir das auch? Ja, kann man mitnehmen. Guck mal, Leute, das ist richtig, richtig süß. Das sind diese Handcremes, die ich euch eben gezeigt habe in einem Set. Sind die so toll und die erinnert mich wirklich an Toni Molly. Kennst du das? Nee, ne? Okay. Auf jeden Fall, ihr kennt das wahrscheinlich. Toni Molly ist ja auch so eine Marke, die haben auch solche Sachen wie Bananen oder Panda-Bärchen. Oh, und das gibt es auch von Balea, finde ich mega. Okay,
Okay, dann kommt es auch mal. Ja. Was brauchst du? Ich brauche eine Zahnpasta, weil ich keine mehr habe. Und dann gibt es eine, die ist für eine richtig gute. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber das ist so eine, die ist von Sensi-Salbe. Ich glaube, das war die da hier. Ja, das war die da hier. Also, falls jemand auch Zahnpasta braucht hier, die wird für euch sein. Gerne. Leckerli. Welche so gerne? Diese Pasten hier sind was. Aber halt Hunde. Hunde, sowas. Wo ist das denn? Ich sehe das ja gar nicht. Egal, dann machen wir einmal so und einmal so. Einmal so und einmal so. Genau. Wenn die Gewinner Haustiere haben, können sie sich freuen darüber. Genau, dann machen wir das so. Milay hat ja auch einen Hund, ne? Ja, aber man mag nicht sowas. Von da mag er sowas. Das liebt er. Ja? Ja. So. Sehr gut. Also, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner Haustiere hat, perfekt, wenn nicht, dann einfach spenden. Einmal die zwei hier. Das sieht voll cool aus. Ja, Schlafmaske, Duschgel und Badesalz. Sehr cool. Auf jeden Fall. Tolles Geschenkset. Ja, ein Reisekoffer. Mit, was ist hier drinne? Eine Seife und ein, was ist das? Ein Duschgel und Shampoo. Cool, ja. Oder? Das ist echt cool. Cool. So, für Mädchen so. Ja, zum Reisen. Tschüss. Milay und ich haben gerade was richtig Geiles entdeckt, und zwar Knetseife. Also Seife zum Kneten. Das hat dann bestimmt richtig Spaß im Bad, ja, oder? So. Ja, schauen wir so. Okay, und dann ein XXL-Koffer. Sollen wir so ein Knisterbad noch mitnehmen vielleicht? Ja. Magst du sowas gerne? Ja, ich liebe sowas. Hab ich noch nie getestet. Ja, das kriegst du dann im Bad. Ich kenne diese Lollis, die dann so im Mund knistern und drin. Ja, knistern, ja, das im Bad. Ja. Kann ich für mich auch benutzen. Ja, so eine Hautreinigung. Ja, okay, das ist ja jetzt doch nicht so schlimm, wenn man. Ja. Welche Farbe willst du für die Fans oder welche Farbe wollt ihr? Das ist neutraler, oder? Okay, dann kriegt ihr das und genau. Das mit. Sieht cool aus, ne? Ja, das kann man so. Okay, ich schmink mich zwar nicht, aber meine Mama wird sich mit solchen Sachen schminken. Und weil viele Fans von Sarah bestimmt sich sehr, selber schminken, ja? Können wir ein paar Springwachen kaufen? Vielleicht schon was. Ich weiß halt nicht den Geschmack von Leuten oder meiner Mama halt. Oder. Deine Mama trägt auch gerne so Nude-Sachen, also so neutrale Farben. So wie du. Ja, genau, so wie ich. Also hier sowas in dem Bereich. Sowas tragen die Leute eigentlich alle, hoffentlich gerne. Okay, sowas. Genau. Wow. Das Pink. Ja, das ist Pink, aber ich finde die schon besser. Echt? Ja, du? War doch auf Sarahs Hand. Hier. Stell dir meine Hand zur Verfügung. Die sieht gut aus. Finde ich auch. Welche Nummer ist das? Aber die gibt es nur einmal. Dann nehmen wir trotzdem einmal die und einmal die 930. Ist das die gleiche? Fast. Ist ein bisschen heller. Hä? Siehst du, 930 ist etwas heller. Egal. Ja. Wieder machen wir es so. Warte, stopp, das war. Oh, andersrum. Genau. Nee, warte, das müssen wir raus und das war kein Tester. So, jetzt. Also, bitteschön. Bitteschön. Das sind meine Fans. Und jetzt holen wir noch Parfüm. Parfüm, Parfüm. Haben wir ganz vergessen. Oh, was ist das denn da? Boah, das sieht echt Glitter-Set cool aus. Was ist das? Ein Glitter-Set. Das ist echt nice. Dann warte mal. Also, da ist eine Mascara drin und ein glitzernder Augenaufschlag. Das ist ein Eyeliner. Echt? Glitter Fever Eyeliner. Holographic. Oh, wie cool. Cool, und eine Mascara. Ich hab schon. Aber ich weiß warum. Hä? Ich möchte eine verschenken. Ach so, du möchtest eine verschenken. Cool, aber trotzdem brauche ich ja dann nur eine. Ja. Zum Verlosen. So. Zwei? Weil du ja, stimmt, weil ich möchte ja noch eine lieber verschenken. Milay denkt mit. Oh, das ist echt gut. Okay, dann nehmen wir gleich noch zwei mit. Da haben die Jungs auch alle etwas.
Ja, von unserem auch voll. Und dann such dir auch noch ein Frauenparfüm aus, wenn du magst. Ja, also für dich so ein Frauen-Kinder-Parfüm, vielleicht gibt es ja. Oh, oha, seit wann gibt es denn so teure Düfte im DM von Boss? Wusste ich gar nicht. Dazu gibt es gar kein Fenster, merkst du das? Ja. Was ist das da oben? Helene Fischer. Helene Fischer. Zeig mal. Den finde ich gut eigentlich. Oh, der ist recht gut, ja. Okay, welcher war das? Der da hier? Ja. Kannst du zwei Stück rausnehmen? Okay, der kostet zwar 29 Euro. Aber der ist schon offen. Ich komme da. Der war nicht offen, der war nicht offen. Der war echt nicht offen. Ups. Was ist das denn gewesen? Keine Ahnung, aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Zum Glück. Woher kommt denn das jetzt? Der stand am Boden. Ach was? Okay. Ja, auf jeden Fall. Zwei Stück. Ja. So. Ein Geschenkset mit Socken. Das ist ja witzig. Echt? Ja. Guck mal, das haben wir auch noch gefunden. So ein Geschenkset mit Socken und Fußbad und Fußcreme. Das finde ich auch witzig. Gut, dann nehmen wir das auch mal mit. Und Milay hat noch was anderes gefunden. Und zwar das. Ne, wollte ich noch mitnehmen. Oha, das ist ja geil. Nein, das daneben. Ja, hab ich ja gesagt. Aha, ein EOS Geschenkset. Wie cool ist das denn? So eine EOS Bodylotion, ein, wie nennt sich das? Labello. Ja. Und eine Handcreme. Ja, das haben wir hier eben gerade auch entdeckt und das auch. Ja. Aber hier ist alles cool, was ist da drinnen? Das ist. Ja, okay. Ja. Willst du das dann auch noch haben, was du eben gesagt hast? Ja, okay. Sollen wir erst das da oder das da? Das musst du entscheiden. Was ist besser, Container oder eine Banane? Was meinst du, Kameramann? Das musst du wissen. Oh, was weiß ich mach denn? Mach eine Miste. Okay. Eine Miste. Ich glaube, der Kiste weg. Und du bist ja gesagt, mir erst wie alt du bist oder keine Ahnung. 20. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tom Taylor gewinnt. Okay. Tom Taylor ist es geworden. So. Okay. Und zwar, ich habe bei Manu im Auto gesehen, dass er so eine Nivea-Creme hatte und ich suche die jetzt mal. Ah, ich glaube, die gleich, ja? Und ich glaube, das war sie. Ich glaube, ich nehme die jetzt mal mit. Boah, ist so schwer. Oha, sie nimmt direkt XXL-Packung. Beste. Vorrat für ein Jahr, Leute. Oh mein Gott. Sehr gut gemacht, perfekt. Für was ist sie gedacht? Fürs Gesicht und so. Kann ich die auch benutzen? Ja. Eine Tuchmaske, ne, das ist ja drin. Cool. Ja. Nehmen wir auch mit. Zack. So. Ja. Ich nehme jetzt einmal einmal Spülung und einmal Shampoo mit. Natürlich alles zweimal, einmal. So, ich verteile das hier mal schön. Und Spülung. Von Glisspur. Ja, Spülung und das da dazu auch. Weil das habe ich zu Hause. Nein, das habe ich zu Hause. Ach, das hast du also. Kannst du trotzdem einpacken. Ja, und dann habe ich halt noch einen Ersatz. Hä? Genau, das noch rein. So. Jetzt sind wir ready. Jetzt sind wir wirklich ready. Jetzt sind wir ready. Komm, ja, gehen wir ab zur Kasse. Ja, wenn die Männer tragen müssen, so sieht das dann aus. Der Mann tut mir voll leid, ich wollte ihm was abnehmen, er hat gesagt, er will nicht. Der Arme. Er quält sich total ab. Wir haben noch 40 Kilo auf jeder Seite. Ja, leider ist es ein bisschen dunkel geworden, aber ich hoffe, ihr seht mich trotzdem. Hier ist jetzt Milay mit ihrer Mama und die sind ganz geflasht von den ganzen Sachen. Und Manu habt ihr ja gerade gesehen, der hat ja die ganzen Tüten ins Auto getragen. Also meine Tüte sozusagen zur Verlosung liegt schon im Auto. Und jetzt haben wir das an Milay abgegeben und jetzt warte ich aktuell noch auf eine Freundin. Und wenn ihr alle mitmachen wollt, habe ich euch schon wenn ihr alle mitmachen möchtet, habe ich euch ja schon am Anfang gesagt, was ihr dafür machen müsst. Und dann würde ich sagen, macht zahlreich mit. Alle Informationen stehen auch noch in meiner Infobox. Und schaut euch auch noch auf jeden Fall Milays Video an. Denn ich habe Milay bei Primark umgestylt. Video findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Und bis dann. Ciao.